Der 70 x 30 Meter große Stall am Ortsrand von Waldmannshofen ist komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf über 1 Million Euro geschätzt. Dabei hätte es trotz aller Tragik noch deutlich schlimmer ausgehen können, denn dieser Gastank neben dem Gebäude war zu rund 80% befüllt. Die Feuerwehren wurden gestern gegen 16.45 Uhr hier an die Einsatzstelle mit dem Stichwort alarmiert, brennt Stall. An der Alarmierung beteiligt war dann die Feuerwehr Kreglingen, die Feuerwehr Weikersheim und die Feuerwehr Aub. An der Einsatzstelle eingetroffen wurde festgestellt, dass ca. 2/3 der Halle im Vollbrand sich schon befanden. Es galt schwerpunktmäßig einen angeflanschten Flüssiggastank zu kühlen und auch im Hintergrund zu sehen, die Silobehälter zu kühlen, dass dort eben kein Brandverlauf vonstatten gehen konnte. Geholfen hat das sicherlich der Ostwind, der das Feuer weggetrieben hat von dem Gastank. Das Feuer ist in die andere Richtung gegangen, aber sowas ist nicht ungefährlich. Rund 130 Einsatzkräfte waren bis nachts gegen 1 Uhr im Einsatz und das unter schwierigsten Bedingungen. Zur Kälte kam auch noch ein eisiger Wind. Sie hören es auch beim Interview. Selbst das Mikrofon stößt hier auf der Höhe an seine Grenzen. Auch für die Einsatzkräfte war es ein schwieriger Einsatz. Es war natürlich ein physisches Problem, der Wind, die Kälte, Löschwasser ist gefroren relativ schnell, die Leute mussten sich wieder aufwärmen, es war wirklich massiv kalt durch den Wind auch hier oben. Wir hatten auch das Problem des Löschwassers, dass wir es über weite Strecken erstmal anbringen mussten, zur Einsatzstelle pumpen mussten von dem benachbarten Schwimmbad hier in Waldmannshofen. Für die bis zu 1800 jungen Ferkel im Stall kommt jede Hilfe zu spät. Eine Rettung war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr möglich. Am späten Nachmittag war das Feuer aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Für die alteingesessene Landwirtsfamilie ein schwerer Schlag. Es ist immer sehr, sehr schwer, wenn so ein Brand ist, wenn man die Tiere verliert, wenn man ein Stück seiner wirtschaftlichen und auch emotionalen Existenz verliert. Und natürlich prägt sich so ein Brand auch emotional ein. Das kann man sich vorstellen, dass es der Familie heute nicht gut geht. Menschen wurden bei dem Großbrand nicht verletzt. In den Abendstunden musste aufgrund der kleineren Brandherde eine Feuerwache eingerichtet werden. Zudem wurde der betroffene Mittelteil des Gebäudes mit einem Kran eingerissen. Also es wurde nochmal über die Nacht, wurde jeweils zweimal die Begehung durchgeführt und geschaut, ob es noch Brandnester gibt. Letztlich dann heute Morgen nochmal gegen 8 Uhr mit der Wärmebildkamera das ganze Brandobjekt untersucht, begutachtet und es wurden keine Blutmester mehr festgestellt, sodass der Einsatz für die Feuerwehr sich jetzt damit erledigt hat. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen. Laut dem ebenfalls beim Brand anwesenden Bürgermeister stellen auch die PV-Module ein erhebliches Problem dar. Die Photovoltaikanlagen auf den Dächern, vor allem diese geschlossenen, erschweren die Löscharbeiten erheblich, weil sie von oben übers Dach kein Wasser an die Brandherde bringen. Und das wird in Zukunft wahrscheinlich bei Bränden auch noch ein großes Problem, auch bei Hausbränden darstellen, wenn diese Photovoltaikanlagen einfach flächendeckend kommen. Heute hätten übrigens 600 weitere Ferkel in den Zuchtbetrieb geliefert werden sollen. Immerhin diesen Tieren blieb das Schicksal ihrer Artgenossen erspart.